Herzlich willkommen, Dr. Jens Frese, zu unserem Darmglückskongress. Schön, dass du heute digital bei mir bist. Wir sprechen heute ja über ein ganz spannendes Thema, nämlich über Mikrobentraining und die Fitness für dein Mikrobiom. Bevor wir in das Thema einsteigen, möchtest du dich kurz bei unseren Zuschauerinnen vorstellen? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Schönen Gruß aus Köln. Wetter heute sehr durchwachsen. Von daher passt das ganz gut mit der Aufnahme. Ja, ich bin von Haus aus zum einen Sportwissenschaftler. Des Weiteren habe ich Neuroimmunologie studiert und in dem Zusammenhang die ganzen Verbindungen von zum Beispiel Darm, Gehirn, aber auch alle anderen Verbindungen, denn alles ist im Körper miteinander verbunden und nicht in einzelne Scheiben eingeteilt, wie wir das in der Medizin gemacht haben. Da gibt es den Neurologen, den Immunologen, den Orthopäden und diverse Fachärzte. Aber der Mensch ist natürlich alles zusammen. Und der Mensch muss sich auf der einen Seite ernähren. Die Nahrung geht durch den Magen-Darm-Trakt und dann irgendwann ins Körperinnere. Von daher ist das natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, was ich auch in meinen Ausbildungen seit etwa 15 Jahren integriert habe und heute natürlich nochmal explizit, weil wir so viele wissenschaftliche Studien in den letzten, ja, ich würde sagen 5 bis 7 Jahren bekommen haben aus unterschiedlichsten Forschungsgruppen, die uns immer mehr aufzeigen, was im Darm eigentlich los ist und wie wichtig dieses Thema Darm ist. Vor, ich würde sagen, 15 Jahren hat man das noch belächelt. Auch die Schulmedizin hat das stark belächelt, aber das, ich würde sagen, die Zeit des Lächelns ist vorbei. Also im Grunde hat das jetzt jeder verstanden, dass wir auf den Darm viel mehr achten müssen, dass wir ihn pflegen müssen, dass wir ihn regenerieren müssen. Ja, nochmal ganz kurz zu mir. Ich bin seit 22 Jahren Ausbilder, früher in der Fitnessbranche, also komme aus dem Bereich Fitnesstrainer, Fitnesscoaches. Bin dann in den Ernährungsbereich übergegangen und das mache ich jetzt seit ungefähr 15 Jahren, indem ich Ernährungscoaches ausbilde und auch Mentalcoaches, ja, weil das Gehirn ist natürlich auch eine wichtige Schaltzentrale, die letztendlich alles dirigiert im Körper, wie so ein Orchester, was ja immer im Sinne der Umwelt dann bestmöglich auch funktionieren muss. Ja, und da spielt der Darm mit dem Gehirn natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Deswegen habe ich mich schon im Studium der Neuroimmunologie damit sehr intensiv auseinandergesetzt und habe dann im Bereich der Lebensstilmedizin promoviert, wo ich auch einige Studien selber gemacht habe, die in der freien Wildbahn durchgeführt wurden. Also nicht in der Petrischale, sondern tatsächlich mit echten Menschen, die draußen in Naturparks eine Zeit lang gelebt haben. Und das haben wir dann untersucht. Ja, und das hat eigentlich sehr viele Dinge, die ich so aus der Literatur, aus meiner eigenen Erfahrung kenne, letztendlich bestätigt, dass der Körper ein Netzwerk ist und dass wir aufhören müssen, in Kategorien oder in Schubladen zu denken, dass wir systemisch denken müssen. Ja, also systemisch, dass im Körper, wie gesagt, alles miteinander zusammenhängt. Und wenn ich ein kleines Schräubchen drehe, dann verändern sich auch andere Systeme im Körper. Wir haben ja im Grunde 3 große Systeme. Das ist das Immunsystem, das ist das Nervensystem und das ist das Hormonsystem. Und die müssen bestmöglich, je nachdem, ob der Mensch gerade unter Stress steht, ob er sportliche Höchstleistung bringen muss, wie auch immer, muss das optimal funktionieren. Ich betreue multisystemerkrankte Menschen, also Menschen, wo die Schulmedizin nicht mehr weiterkommt, weil sie eben in diese Scheibchen geschnitten ist. Man muss das ganze System verstehen, um Multisystemerkrankungen nachvollziehen zu können. Und ich betreue Hochleistungssportler, die in der Weltgeschichte unterwegs sind und ihren Sport zum Beruf gemacht haben, aber da eben häufig auch Regenerationsdefizite haben. Denn der Sportler neigt eben dazu, wie auch der Unternehmer, immer vor die Wand zu fahren, bevor es dann in die Regeneration geht, muss erst eine Krankheit kommen oder der Körper muss einfach den Notschalter setzen. Vorher hört der Sportler nicht auf. Also ich habe sehr viel mit Leistungsmenschen zu tun, der ich selber auch mal war, denn ich komme aus dem Leistungssport und da kann man die Dinge natürlich besser nachvollziehen, warum jemand vor die Wand fährt. Das stimmt, das ist eine sehr spannende Vita.
Ich würde jetzt mal in das Thema einsteigen und hier gleich zu den Basics einfach kommen. Nämlich dein Thema ist ja Mikrobentraining und die Fitness für dein Mikrobiom. Aber was sind denn eigentlich Mikroben? Ja, wir sagen ja heute Mikrobiom. Also das ist die Gesamtheit aller Bakterien, die letztendlich kreuchen und fleuchen in unserem Magen-Darm-Trakt. Und ja, wir sind, wenn man es mal plakativ beschreiben will, sind wir vielleicht 1% Mensch und 99% Mikroben. Das heißt, diese Mikroben, die haben im Laufe der Menschheitsgeschichte sich synergistisch in uns eingenistet, sage ich jetzt mal. Und wir leben ganz gut mit denen, wenn wir dafür sorgen, dass eben die richtigen Mikroben, die richtigen Bakterien sich dort auch entsprechend ansiedeln. Und da sehen wir jetzt seit 40 Jahren vor allen Dingen, weil sich die Nahrung, die Ernährung extrem verändert hat, sehen wir eben auch starke Veränderungen im Mikrobiom. Und das kann man am allerbesten verstehen, und das mache ich seit bestimmt 15 Jahren, indem man Naturvölker mit den westlich lebenden Menschen vergleicht. Und wenn man, das hat man auch gemacht, wenn man dann zum Beispiel das Mikrobiom untersucht, in der Natur, in der freien Wildbahn, bei Menschen, die noch natürlich leben, dann sieht man dort gravierende Unterschiede. Und was man dort überhaupt nicht sieht, sind zum Beispiel entzündliche Darmerkrankungen. So, und das muss natürlich eine Ursache haben. Ja, das fällt ja nicht vom Himmel, wie ich meinen Patienten immer sage, sondern da bauen wir ja selber daran. Warum wir zum Beispiel eine Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn oder Reizdarm kennen vielleicht einige als Begriff. Das ist dann im Grunde so eine Verlegenheitsdiagnose, Reizdarm, weil man nicht genau weiß, was da los ist. Und in der Gastroenterologie, da fährt man dann mit der Kamera einmal drüber weg und dann sagt man dem Patienten, ja, wir können hier nichts finden, wir haben ihnen vielleicht einen Polypen weggemacht und dann war es das auch. Aber der Patient leidet eben immer noch an Störungen. Und das sind zum Teil natürlich massivste Störungen, denn eine Entzündung ist eine Entzündung und die raubt dir halt sehr, sehr viel Energie für alle anderen Dinge des Lebens. Deswegen kommen zu mir auch immer ganz gerne Unternehmer, weil die natürlich von ihrer Arbeitskraft abhängig sind. Und wenn der Körper nicht funktioniert, dann ist natürlich die Arbeitskraft auch massiv eingeschränkt. Es fehlt an Energie und deswegen auch Mikrobentraining. Ja, also die mikrobielle Welt im Darm so wieder zu restrukturieren, dass eine gesunde Flora wieder auch zustande kommt. Vielleicht kennt der ein oder andere eurer Zuschauer den E. coli Nissle. Das ist ein Darmkeim, den hat man im Ersten Weltkrieg gefunden, weil man gesehen hat, dass Menschen, die den E. coli Nissle haben, beziehungsweise wenn man den gibt, dass sich eine Darmentzündungssituation wieder verbessert. So, daraus hat man dann ein Medikament gemacht, was ich auch häufig verwende, das nennt man Mutaflor. Und dieser Keim, der wirkt antientzündlich. Und so gibt es eben ganz viele Keime, die eher antientzündlich wirken, aber es gibt genauso gut pathogene Mikroben, die sich dann im Einnisten, die wuchern. Ja, die übersiedeln nennen wir das dann, also die gesunde Flora sozusagen überwachsen, überwuchern. Ja, und dann können eben ganz, ganz viele unterschiedliche Symptomatiken dabei herauskommen, die, ich sag mal, der Psychologe gar nicht versteht, weil er natürlich nicht sich im Darm auskennt, obwohl eigentlich psychologische Symptome oder psychische Symptome sich darstellen. Das macht es eben sehr, sehr komplex. Und deswegen wird sich auch die Medizin zumindest im chronischen Bereich, also da, wo wir die chronischen Patienten haben, wird sich massiv umstellen müssen, denn wir erkranken immer früher chronisch. Ja, früher ist man vielleicht mit einer Erkrankung verstorben, heute haben wir eine sehr lange Lebenszeit. Aber wir sehen, dass der westliche Mensch, der westlich lebende Mensch mit der Nahrung, mit dem Bewegungsmangel, den wir haben, mit dem psychischen Stress, den wir haben, dass er immer früher chronisch erkrankt. Und in der Pharmakologie tun wir alles dafür, dass wir diese chronische Erkrankung aufrechterhalten. Also nicht ursächlich lösen, sondern wir verbessern nur ein bisschen die Symptomatiken,
Wir gehen mit starken Medikamenten an die Entzündung heran, ohne wirklich die Entzündung im Darm tatsächlich verstanden zu haben. Also ich bin immer wieder ein bisschen erschrocken, wenn ich zum Beispiel Physiotherapeuten bei mir im Kurs habe und ich frage, was ist eine Entzündung? Naja, dann kommen immer diese Basics, ne, die man da mal gelernt hat, ne, Entzündungsphase, Remodellierungsphase und so weiter. Will ich jetzt nicht differenzieren, aber da steckt natürlich noch viel, viel mehr dahinter. Das ist wirklich Physiologie. Ja, und zu der Physiologie gehört eben auch die Ernährung. Denn wir können zwar ein paar Tage fasten, aber wir können natürlich nicht 4, 6, 8, 10 Wochen fasten. Irgendwann müssen wir immer wieder Nahrung zunehmen. So, und diese Nahrung, die hat sich eben massivst verändert in den letzten 40, 50 Jahren. Schönes Beispiel. Ich hatte einen Patienten aus Uruguay. Der kam, weiß ich, vor ein paar Wochen. Den hatte ich beraten, remote beraten über Zoom. Und dann hat er mir erklärt, dass man dann in Uruguay mit den Medizinern da entsprechend nicht weiterkommt. Dann habe ich ihn nach Köln geholt. Und dann lief er durch Köln. Der hat einen biodynamischen Hof in Uruguay aufgebaut. Dann lief er durch Köln und rief mich abends an und sagte, Herr Frese, was ist denn hier los? Ich wusste nicht, was er meinte. Und dann sagte er, ja, es ist ja unglaublich. Hier gibt es ja alle 5 Meter einen Fast-Food-Shop. Stimmt, ja. Also entweder Döner oder Backwaren oder Süßigkeiten oder ein Kiosk oder irgendwas. Man kann ständig sich Junkfood reinpfeifen, auf Plattdeutsch gesagt. Ja? Und leider ist es eben so, dass Junkfood heute zur Regel geworden ist. Ja, also wir nennen das dann ja Convenience Food. Ja, Convenience Food heißt, ne, man steckt irgendwo was in die Mikrowelle oder man brüht irgendwas auf schnell und dann kann man sich ganz schnell vor die Netflix-Serie hocken und kann dann sein aufgewärmtes Essen zu sich nehmen. Ja, und da hat sich eben ganz, ganz viel verändert. Also die Backindustrie beispielsweise hat sich geändert. Ich kann mich noch erinnern, wie ich mit meinem Großvater immer zum Bäcker gefahren bin. Und da waren sie frischen Brötchen wirklich noch frisch. Heute ist nur noch der Knopf, der Druck auf den Knopf vom Backautomaten frisch. Ansonsten ist das alles Industriekost. So, und diese Industriekost, um auf das Thema zurückzukommen, die hat natürlich einen massiven Einfluss auf die Varianz und die Zusammensetzung des Mikrobioms. Und deswegen auch Training. Wenn ich beispielsweise eine Ernährungsdokumentation überprüfe, analysiere, dann sehe ich bei ganz vielen Menschen wirklich total eingeschränktes Ernährungsverhalten. Und das ist auch durchaus verständlich. Ja? Man engt das immer weiter ein, weil man damit immer mehr Zeit spart fürs Einkaufen, fürs Zubereiten. Ja, die Kühlschränke sehen dann immer gleich aus. Und man findet dort keine Vielfalt. Man findet dort keine regionalen Produkte, keine saisonalen Produkte, weil man einfach alles nur noch vor die Haustür bestellt oder schnell mal durch den Supermarkt rennt, aber sich nicht mehr die Mühe macht, auf den Wochenmarkt zu gehen und dort wirklich frische Ware einzukaufen. Und das geht auch in der Großstadt. Ja, ich lebe in Köln und wir haben hier Wochenmärkte und da weiß man genau, wo die Bauern auch herkommen. Das heißt, man kann sich das auch, wenn man will, vor Ort ansehen, wo wird das hergestellt. Und entsprechend kann man sein Einkaufs- und Ernährungsverhalten dann darauf auch anpassen. So, und das hat natürlich alles massiven Einfluss auf diese mikrobielle Welt da unten in unserem Darm, die eben sehr stark verantwortlich ist dafür, ob sich etwas Entzündliches oder etwas Antientzündliches im Körper aufbaut. Also wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, wir sparen uns Zeit in der Ernährung, die ja erstmal für uns wichtig ist, um dann aber diese Zeit wieder in unsere Krankheit zu stecken. Ja, so könnte man das formulieren. Genau. Also wir haben jetzt auch schon gehört, also die Mikroben sind in unserem Darm oder beziehungsweise auch in unserem ganzen Körper. Und es gibt, kann man die so unterscheiden in gute und schlechte, beziehungsweise es muss ein Gleichgewicht herrschen bei den Mikroben, damit wir sozusagen gesund sind. Ja, es hat eben immer was mit A-Varianz zu tun, also mit der Breite von Mikroben. Ja, wie viele Mikroben-Gattungen sind überhaupt im Darm vorhanden? Und da sehen wir dann eben in Vergleichen, wie ich gerade gesagt habe, Naturvölker und westliche Welt,
sehen wir eben, dass die Varianz deutlich eingeschränkt ist. Also wurden zum Beispiel Untersuchungen gemacht in Afrika, in verschiedenen Naturvölkern, die man dann mit Italien beispielsweise verglichen hat. Ja? Und da sind manche Mikrobengattungen gar nicht vorhanden. Ah, okay. So, und dann natürlich auch die Menge an Mikroben, die physiologisch sind. Und wenn man eine geringere physiologische Mikrobenwelt hat, dann nisten sich immer mehr Pathogene, wie zum Beispiel E. coli, nisten sich ein. Mhm. Es gibt beispielsweise den Firmicutes-Bacteroidetes-Ratio. Da wissen wir, okay, die eine Sorte, die ist eher ein guter Futterverwerter. Das heißt, sie kann Nahrung sehr gut in Energie umwandeln. Und die anderen können das eher schlechter. Da liegt wahrscheinlich, und ich bin ja zum Teil auch Wissenschaftler, deswegen sage ich das immer mit ein bisschen Vorsicht und nicht so absolut, wie ein Politiker das macht, bin ich ein bisschen vorsichtig in der Sicht, dass es gibt Mikroben, die eher dazu veranlasst werden oder die in der Lage sind, muss ich sagen, die in der Lage sind, Nahrung optimal aufzuspalten, sodass praktisch jede Kilokalorie bei uns auch im Gefäßsystem ankommt. Und dann gibt es Mikroben, die eben das weniger gut könnten, die vielleicht mehr Stuhl produzieren und deswegen wir nicht so viel Energie aufnehmen. Mein Opa hat immer früher gesagt, guter Futterverwerter. Der hatte jetzt überhaupt keine Ahnung von Physiologie, von Medizin, was auch immer. Aber er hatte im Grunde schon damals recht. Ja, das gibt es, ja, gute und schlechte Futterverwerter. Das wissen wir zum Beispiel aus Mäusestudien. Denn wir haben ja inzwischen auch eine Stuhltransplantation. Ja, also wir können ja heute, wenn wir den Stuhl aufbereiten, zum Beispiel von schlanken Mäusen, ja, und die transplantieren auf übergewichtige Mäuse, dann werden die übergewichtigen Mäuse tatsächlich schlank. Also das ist schon sehr spannend, was die, ja, in diesem Fall die Tierforschung, aber wir haben es jetzt in die Humanwelt auch schon übertragen. Es gibt ja an der Uni Köln zum Beispiel auch eine Abteilung, die Stuhltransplantationen macht. Das ist nicht ganz unaufwendig und auch vielleicht nicht ganz ungefährlich, denn man kann natürlich auch Pathogene mit übertragen. Ja, man kann Infektionserreger damit übertragen. Deswegen muss das natürlich sehr mikrobiell sauber ablaufen. Aber ich glaube, da ist die Zukunft. Also in vielleicht 5, 6, 7, 10 Jahren, vielleicht dauert es auch gar nicht mehr so lange, sind wir in der Lage, zum Beispiel Morbus Crohn-Patienten damit zu behandeln, was wir heute eher konservativ über zum Beispiel Probiotika, Präbiotika und so weiter machen. Ja, Wahnsinn, sehr spannend, wie sich das alles weiterentwickelt und auch dir die Medizin und auch speziell in diesem Tabuthema, das es ja immer war, dem Darm. Du hast es schon angeschnitten, man kann seine Mikroben trainieren, also sein Mikrobiom sozusagen eher dann auf gesund trimmen. Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, ich benutze das Wort, weil ich natürlich auch aus der Sportwissenschaft komme und habe Trainingswissenschaften studiert und habe das sehr, sehr lange auch gemacht als Trainer. Ja, und so kann man eben sein Mikrobiom auch trainieren, wenn man, und das weiß jeder Fitnesscoach, das weiß jeder Sportwissenschaftler, dass man dem Körper nicht immer den gleichen Reiz gibt. Ja, also wenn ich immer das Gleiche mache, dann bekomme ich einen Sättigungseffekt. Ja, dann entsteht keine Leistungsfähigkeit, dann kann ich keine Leistungsfähigkeit mehr aufbauen, der Muskel wächst nicht mehr und so weiter. Und so ist es im Grunde im Darm auch. Das heißt, ich muss der mikrobiellen Welt, dem Mikrobiom, häufiger Reize geben. Und das sind Reize, zum Beispiel, dass man nicht immer das Gleiche macht, nicht immer das gleiche Ernährungsschema durchführt. Ja, wir haben ja so ein, naja, wir neigen ja zu Automatismen, wir neigen dazu, Zeit zu sparen. Das heißt, wir machen alles immer zur gleichen Tageszeit. Ja, wir essen morgens um 8, wir essen mittags um 13 Uhr, wenn die Kantine aufmacht, und wir essen dann abends um, keine Ahnung, 19 Uhr, wenn die Familie zusammenkommt. Immer zur gleichen Zeit. So, und das ist ein großer Fehler. Ja, ich mache das zum Beispiel jeden Tag anders. Ich frühstücke mal und häufig nie. Ich esse mal um 11, mal um 13 Uhr, mal vergesse ich es auch, dann esse ich erst um 14 Uhr, mal esse ich erst nach dem Sport. Also ich versuche meinen Darm an nichts zu gewöhnen, sondern immer wieder neue Reize zu setzen, damit sich diese Mikrobenwelt eben auch gar nicht,
ja, auf etwas einstellt, ja, zum Beispiel immer nur Kohlenhydrate oder immer nur Fette, ketogene Ernährung, sondern der Mensch, ich habe da einen großen Artikel mal drüber geschrieben, der Mensch ist ja durch die Saison geprägt worden. Ja, also wenn wir jetzt den Homo sapiens mal nehmen, ja, wie lange leben wir denn in dieser Welt, in der wir heute leben? Das ist vielleicht 0,1% der Menschheitsgeschichte. 99,9% der Menschheitsgeschichte haben wir in einer volatilen Umwelt gelebt. Was bedeutet das? Ja, Äpfel sind nicht 12 Monate lang reif. Orangen kann man nicht 12 Monate am Stück in dem Supermarkt beziehen, wenn man draußen unterwegs ist. Das heißt, wir haben uns regional und saisonal ernährt. Und saisonal bedeutet, das Nahrungsangebot war immer anders. Ja, das war im Sommer vielleicht kohlenhydratreich durch die durch Früchte, die wir zum Beispiel dann ernten, ja, und dadurch sehr viel Fruchtzucker aufnehmen können, aber das natürlich im Herbst und Winter nicht mehr. So, heute sitzen wir auf dem Sofa im Dezember und essen fruktosereiche Nahrung, die die Natur normalerweise gar nicht hergeben würde. So, und so füttern wir unser Darmmikrobiom immer wieder mit den gleichen Nahrungsmitteln, nicht mit den gleichen Makronährstoffen. Ja, und das führt dann dazu, dass wir eine sehr, sehr einseitige Ausprägung bekommen. Gleichzeitig muss man auch klar sagen, also wir haben, das sieht man so seit den 70er Jahren, sieht man, dass die Darmentzündungsraten extrem hochgegangen sind. So, und wenn man sich genau anguckt, was ist denn in den 70er Jahren passiert? In den 70er Jahren haben wir die Backwaren extrem umgestellt. Ja, und es ist immer mehr Gluten in unsere Welt gekommen. Ja, also meine Großmutter hat noch Sauerteig gebacken und im Sauerteig findet man fast kein Gluten und heute essen wir von morgens bis abends glutenreiche Ernährung oder Nahrungsmittel. Und Gluten ist ein toxisches Protein, was bei den meisten Menschen überhaupt keine Auswirkung hat, aber bei empfindlichen Menschen, ja, die vielleicht auch eine schlechte Darm-Milieu-Situation haben, dort ist Gluten auf einmal toxisch bis hin zu einer autoimmunologischen Reaktion, die sich da bilden kann. Wissen wir auch seit 40 Jahren, inzwischen sickert es auch in der Medizin durch, dass Gluten nicht so ein ganz tolles Protein ist. Und wir sehen auch auf dem Markt immer mehr glutenfreie Produkte, getreidefreie Produkte. Ich selber habe ein paar getreidefreie Produkte mitentwickelt. Und wenn man sich die Zeit nimmt, wenn man sich die Zeit gibt, wenn man auch mal ein paar Fehler macht in der Küche, ja, dass mal was nicht gelingt, ja, dann kann man auf jeden Fall das Training auch am Kochtopf anfangen, weil das Training im Kochtopf ist das Training für dein Mikrobiom. Also ja, kann man sagen, wir trainieren unser Mikrobiom durch verschiedene Tageszeiten und dass wir einfach mehr saisonal essen und auch selber kochen, ohne die Convenience-Produkte zu verwenden. Aber wir sabotieren es ja auch, wenn wir es sozusagen nicht machen. Also Genau. Und was ganz wichtig ist, eben die Varianz der Nahrungsmittel erweitern. Mhm. Nicht immer das Gleiche essen. Und gibt es auch noch äußere Faktoren, mit denen man sozusagen seine Mikroben trainieren kann, wie zum Beispiel Sport, würde mir jetzt spontan einfallen? Ja, da sind wir in der Sporternährung. Ich habe ja viel auch mit Leistungssportlern zu tun und wir haben da auch einen schönen Artikel drüber geschrieben, wie dann zum Beispiel psychischer Stress auf das Mikrobiom wirkt. Und wenn man sich mal in die Lage von einem Leistungssportler versetzt, der ist ja stark unter Druck. Der hat seine innere Erwartungshaltung, also der macht sich selber sehr viel Stress, aber es kommt ja auch Stress von außen, durch die Medien und was auch immer. Und wenn Sportler da empfindlich sind, dann wird dieser Stress, der ja auch durch das Training kommt, denn beim Training wird der Darm immer minder versorgt. Das heißt, die Durchblutungssituation ist schlechter, denn die Durchblutung geht in Richtung Bewegungsapparat, Muskulatur. Das heißt, der Darm wird jetzt vernachlässigt. Und wenn jemand viel trainiert, nehmen wir mal einen Triathleten, der 4 Stunden am Tag trainiert, dann ist er praktisch 4 Stunden am Tag in dieser Situation. Und jetzt ist für diesen Sportler die Regeneration total wichtig. Und die Regeneration ist eben, dass die Durchblutung zum Darm wieder stattfinden kann und dass jetzt wieder artgerechte Nahrungsmittel auch getankt werden. Also keine toxischen
allergischen Proteine getankt werden, die wir zum Teil in Milchprodukten finden, die wir in Getreideprodukten finden, die wir aber auch in der ganzen Pflanzenwelt finden. Also es ist nicht so, dass die Veganer per se gesünder leben als die, die omnivoren sind. Denn man kann vegan super schlecht machen und man kann es auch super gut machen. Ja? Das wird ein bisschen sehr plakativ diskutiert. Aber um nochmal auf die Mikroben zurückzukommen, umso mehr Nahrungsmittel pro Woche wir verwenden, umso besser letztendlich für den Darm. Der Stress ist ein negativer Einflussfaktor. Das heißt hier auch mal Downshifting, Spaziergänge, bisschen Sport. Low-Level-Sport ist eher proaktiv und wenn man es übertreibt, ja, also CrossFit oder Wettkampfsport, das ist natürlich immer eher ein Problem für den Darm. Okay. So, also Sport muss man auch stark differenzieren. Ne? Das kann man nicht alles in einen Topf werfen. Es kommt darauf an, wie hoch ist die Intensität beim Sport. Mhm. Umso weniger gut versorgt ist der Darm. Denn der Darm muss ja auch sich selber regenerieren und braucht eben auch eigene Nährstoffe. Und die kommen über die Blutgefäße. Und wenn die gehemmt werden, naja, dann kann man sich ausrechnen, was da auf Dauer passieren kann. Nicht von heute auf morgen, aber bei Leistungssportlern sehen wir das dann eben über Jahre, über schleichende Prozesse. Ich habe zum Beispiel junge Fußballer, die glauben tatsächlich, dass ein Fitnessbrötchen sie fitter macht. Nein. Ja, also okay. Die Ernährungskompetenz ist ja auf Marketing-Ebene. Mhm, ja, das stimmt. Ja. Wahnsinn. Ja, da muss man gerade diese jungen Leute erstmal ein bisschen unterrichten, nehmen dann auch teilweise die Eltern mit ins Boot, weil häufig dann die Mütter dann Chef in der Küche sind. Naja, und die machen dann auch ganz interessante Erfahrungen, dass dann zum Beispiel der Vater mal 4 Kilo, 5 Kilo abnimmt, weil sie mit ihrem Sohn sozusagen mitmachen. Das macht dann auch Spaß zuzusehen, ja, wie was da so passiert, systemisch. Denn wir sind ja kein Einzelgänger, ne? Wir sind ja ein systemisches Wesen, wir leben in Gesellschaften. Und das ist auch genau das Problem bei Ernährungsberatungen, dass eben bei Beratungen man sehr schnell auch wieder danach zurückfällt, weil man geht ja in die gleichen Milieus zurück. Das stimmt, ja. Oder sagt denn der Freund, ach komm, Schokolade ist doch kein Problem. Oder der Kumpel sagt, komm, 2, 3 Bier. Und ja, und schon fällt das Ganze wieder zurück. Ich hatte gerade letzte Woche ein Abschlussgespräch mit einem Colitis-Patienten, der nach einem halben Jahr vollkommen regeneriert ist. Also ich würde ihn jetzt nicht mehr als Colitis-Patienten bezeichnen. Aber man muss dann wissen, wenn man dann wieder über die Stränge schlägt, wenn man es von seinem Weg wieder abkommt, dann kann das auch schnell wieder in die andere Richtung gehen. Das heißt, das sind so ein paar Themen, die hat man so in seinem persönlichen Rucksack. Hm. Ja, und wenn man dann wieder auf den falschen Pfad zurückkommt, dann sind die Themen auch ganz schnell wieder auf dem Tisch. Also das ist dann eher so die lebenslange Veränderung, die man anstreben sollte, um sein Mikrobiom sozusagen immer relativ gesund zu halten. Genau, und wichtig ist natürlich auch, dem Darm die Regeneration zu geben über Nicht-Essen. Mhm. Ja, das haben wir auch ein bisschen verlernt. Wir knabbern ja die ganze Zeit, wir sitzen im Büro, wir ziehen die Schubladen auf. Ja, irgendwo hat immer jemand mal Geburtstag und bringt einen Kuchen vorbei oder Kekse zum Kaffee oder zum Espresso. Und so futtern wir uns die ganze Zeit beim Sitzen, futtern wir um uns herum. Und ja, und dann kann der Darm sich eben auch nicht regenerieren. Das stimmt. Ja, wir haben ja jetzt wirklich sehr viel von dir gelernt. Danke schon mal dafür. Möchtest du uns zum Ende des Vortrags noch so ein paar Spielregeln oder deinen persönlichen Tipp geben, um einfach das mal zu starten oder für ein gesundes Mikrobiom, für einen Trainingsstart? Ja, da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich würde als erstes mal empfehlen, mal mein Ernährungsverhalten zu dokumentieren. Mhm. Also wie häufig nehme ich überhaupt Nahrungsmittel auf? Und dazu gehören auch die Getränke, die zum Beispiel gesüßt werden. Ja, auch das ist eine Nahrung, die ich aufnehme, denn diese leicht verdaulichen Kohlenhydrate landen auch letztendlich im Darm und verändern das Mikrobiom. So, das würde ich als allererstes mal machen. Wenn man sich die alten Kulturen anschaut, ja, wie häufig haben sich Menschen in alten Kulturkreisen ernährt, dann kommt man letztendlich immer auf 3 Mahlzeiten pro Tag. Mhm. So, aber der Keks zum Espresso ist eine weitere Mahlzeit.
Und heute sind wir so unterschwellig unterwegs, dass wir eben ja, 12, 15, manche sogar bis zu 20 Mahlzeiten am Tag aufnehmen. Ja, und dadurch kommt der Darm eben nicht in eine Regeneration. Die Flora, das Mikrobiom, kann sich sehr schnell wieder aufbauen. Ja, aber man muss ja auch ein bisschen die Zeit geben. Von daher Intervallfasten wäre zum Beispiel ein super Tipp, ja, dass man da mal mit anfängt, mal 6 Stunden, 8 Stunden und dann langsam steigern, vielleicht auch mal einen halben Tag nicht essen oder vielleicht auch mal einen ganzen Tag nicht essen. Auch das geht. Die meisten Menschen sind ja nicht untergewichtig, sondern übergewichtig. Von daher, sie haben genügend Kilokalorien, sie werden überleben in der westlichen Welt. Das war also Intervallfasten könnte man machen. Man kann natürlich auch mal eine Darmkur machen, ja, indem man seinen Darm, den physiologische Bakterien mal wieder zurückgibt. Mhm. Ja, da gibt es natürlich eine unglaubliche Varianz an Produkten auf dem Markt. Da muss man sich ein bisschen auskennen. Also hier würde ich dann auch empfehlen, vielleicht sich mal jemanden für eine Stunde zu Rate zu ziehen, der das ein bisschen aufbaut. Ja? Also je nachdem, wie empfindlich ein Darm ist, hat man mit manchen Probiotika große Probleme und muss dann eher mit anderen leichten Probiotikern einsteigen. Was ich in den letzten Jahren sehr stark festgestellt habe, ist, dass wir Präbiotika intolerant werden. Okay. Das heißt, die Menschen können gar keine Ballaststoffe mehr vertragen. Mhm. Mhm. Also wenn die viel Gemüse auf einmal essen, dann kriegen die Darmprobleme. Mhm. So, oder wenn ich denen ein Präbiotikum gebe, kriegen die Darmprobleme. Mhm. So, dann könnte man sagen, das tut mir nicht gut, aber es ist eigentlich eher ein Zeichen dafür, du hast deine Toleranz verloren. Ja, du bist gar nicht mehr in der Lage, dein Mikrobiom ist nicht mehr in der Lage, die Substanzen umzuwandeln, denn die Ballaststoffe ist Anti-Entzündung oder sind Anti-Entzündung. So, also hier würde ich empfehlen, die Ballaststoffzufuhr mal zu überprüfen. Ja, also wer ein bisschen Ernährungskompetenz hat, der kann das unterscheiden. Und mal langsam zu steigern, also die leicht verdaulichen Kohlenhydrate zu reduzieren und die unverdaulichen Kohlenhydrate zu erhöhen. Mhm. Ja, das ist zum Beispiel ein Tipp, wäre dann zum Beispiel, sich mal einen Wok anzulegen. Der Wok hat ja den großen Vorteil, dass er unten so eine kleine Erhitzungsfläche hat, ja, und oben wird er sehr breit. Das heißt, man gibt dann frisches Mattgemüse rein und das kann man ja auch immer wieder nachschneiden und jeden Abend auch wieder andünsten und dann mal schauen, wie der Darm reagiert. Ja? Wenn er rebelliert, dann weiß man, okay, da ist eine Intoleranz. Wunderbar. Danke für deine Tipps. Wir haben ja jetzt einen wunderbaren Eindruck in diese Mikrobenwelt bekommen. Ich danke dir dafür. Ich denke, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer werden dieses Video auch mit Spannung verfolgt haben. Und falls unsere Zuschauerinnen noch mehr wissen möchten über dich, über deine Publikationen, über deine Themen, wie kann man dich denn am besten erreichen, beziehungsweise welche Publikationen würdest du vorschlagen oder hast du aktuelle Projekte, die für die Zuschauer interessant sein könnten? Man kann auf meine Webseite gehen, dr-frese.com, und da gibt es 2 Abteilungen. Die eine Abteilung ist unser Institut, wo wir Menschen beraten, und die andere Abteilung ist unsere Akademie, wo wir seit 22 Jahren Therapeuten ausbilden, also Fachleute. Das sind aber auch häufig Quereinsteiger, also Menschen, die sagen, ich würde jetzt gerne mal in das Thema Ernährung einsteigen. Da haben wir zum Beispiel eine Basis-Ernährungsausbildung, wo es wirklich erstmal darum geht, Kohlenhydrate von Fetten und Eiweißen zu unterscheiden, das Ganze zu übertragen, ja, in seine eigene Küche und auch in seine eigene Gesundheit übertragen. Das machen inzwischen sehr, sehr viele, die sagen, ich brauche mal eine gewisse Basiskompetenz, ja, Physiologie, Grundlagen, wie funktioniert eigentlich ein Darm, wie wird Nahrung aufgenommen und so weiter. Wenn man sich dann weiterentwickeln will, dann kann man eben in den Bereich der Therapie gehen. Das sind dann häufig eben Physiotherapeuten, Heilpraktiker, die sagen, dass ich noch ein bisschen mehr Tiefgang haben, mehr Möglichkeiten für die Praxis haben. Ja, und dann findet man auf meiner Webseite Publikationen, die wir gemacht haben. Man kann sich beispielsweise auch Publikationen runterladen. Da gibt es 3 Sammelmöglichkeiten. Die Links kann ich zur Verfügung stellen. Und dann kann man sich mal durchlesen, was wir da so alles in den letzten 20 Jahren publiziert haben in dem Bereich. Da sind einige Darmartikel dabei, aber auch viele andere. Ja, im Sport,
aber natürlich auch, wenn es um Gesundheit geht. Wir publizieren immer regelmäßig, zum Beispiel in der OM und Ernährung. Das ist so ein Fachmagazin, aber auch im Trainer. Das ist ein Fachmagazin für den Sport, für den Fitnessbereich. Auch da haben wir immer wieder diese Themen. Gerade machen wir eine Artikelserie zu Medikamenten, ja, damit Trainer, Berater, Coaches so ein bisschen wissen, was macht eigentlich ein Cholesterinsenker? Das hat nicht nur Vorteile, sondern auch ein paar Nachteile. Was machen Osteoporose-Medikamente? Was machen Entzündungsmedikamente für den Darm und so weiter? Damit man mal so ganz grob weiß, was häufig eben verschwiegen wird. Das wird ja immer nur im Marketing immer nur die Vorteile aufgezeigt, aber die Nachteile häufig verschwiegen. Das stimmt. Und da sollte man differenzieren können. Denn es ist immer eine Abwägungssache. Letztendlich ist alles im therapeutischen Bereich eine Abwägungssache. Und ich habe manchmal Patienten, die können keine 10, 12 Nahrungsmittel mehr essen. So. Und dann. Einschränkung, ja. Ja, die haben sich über die Jahre immer mehr eingeschränkt und mit diesen 10, 12 Lebensmitteln kommen sie einigermaßen über die Runden. Mhm. Das ist natürlich dramatisch. Ja, und das verändert natürlich das Mikrobiom auch gewaltig. Von daher kann man das so nicht stehen lassen. Dann muss man wirklich in die Ursachenanalyse gehen. Das machen wir dann in der Beratung. Also wenn Menschen gerade Multisystemerkrankungen haben, in Verbindung mit Darmstörungen, die gehören eigentlich immer dazu, weil der Darm ist ja die erste Eintrittsbarriere für Nahrungsmittel. Ja? Ja. Und wenn diese Toxine übertreten in den Körper, dann hat man plötzlich irgendwelche neurologischen, wie auch immer, Symptome und landet dann vielleicht auch in der falschen Facharztkategorie, wo es besser wäre, erstmal zu gucken, was sind eigentlich die Baustellen. Ja? Mhm. So. Das machen wir hier und dann leiten wir entsprechend auch zu den Ärzten weiter, die dann ja ihre Baustellen haben, wie zum Beispiel ein Zahnarzt. Ich bin kein Zahnarzt, das kann ich nicht machen. Also muss ich jemanden kennen, der das vor Ort oder hier in Köln, wie auch immer, dann gut übernehmen kann. Ja. So, das ist so die Arbeit, die wir hier machen, mit Sportlern, mit Patienten, aber eben die Therapieausbildung, damit dieses Wissen auch weitergetragen wird. Ja? Damit möglichst viele auch Gesundheit in ihren Alltag integrieren können und nicht nur sich von Bäckereiwaren, Backshops, Convenience Food, To-Go-Nahrung, sagt man hier in Köln. Da gibt es diese To-Go-Märkte, wo man dann mal so vorbeigehen, sich noch ernährt. Das ist nicht unser Ansatz. Wir wollen, dass Ernährung, Bewegung, Lebensstil, dass das wirklich wieder in die Köpfe der Leute kommt, ja, und sie sich auch mal hinterfragen, was mache ich hier eigentlich? Denn jede Störung, jedes Problem, jedes Gesundheitsproblem hat irgendeine Ursache. Ja. Ja, und meistens ist es der Lebensstil. Und oft ist es die Ernährung alleine, aber meistens auch in Verbindung mit Bewegungsmangel. Wunderbar. Dann ich danke dir für den Einblick noch in deine Arbeit und hoffe, dass wir jetzt viele Menschen dazu bewegen können, einfach mal in sich hineinzuhören beziehungsweise zu gucken, wie sie sich ernähren und wie es dann vielleicht ein bisschen besser geht. Ich danke dir für deine Zeit. Gerne.